Straße, die Welt in Müll und Krieg versenkt. Geht auf die Straße, weil Widerstand uns vorwärts bringt. An den demokratischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden, vor allem, weil es junge Menschen sind. Auf den Bäumen saßen zum Teil 16-, 14-Jährige, 17-Jährige, die für die Zukunft eintreten. Das so und sagen gegen die ursprüngliche Intention. Und die Luppi in den Also, ich bin Anja Kraus. Ja. Ich bin Heilpraktikerin und Pädagogin und Mitglied in der Mahnwache gegen die A49 und der Bürgerinitiative gegen den Bau der A49 im Bereich des Dannenröder Forsts, dort, wo ein gesunder Mischwald bis vor kurzem über 400.000 Liter Trinkwasser in einem Trinkwasserschutzgebiet stand. Wir haben heute hier protestiert für die Freilassung der Gefangenen, einer Gefangenen, die nicht ihre Identität preisgibt, die seit einem Jahr im Besetzerdorf des Dannenröder Forsts gelebt hat. Und das ist eine junge Frau, Mitte 20, die bei der Räumung auf einer Palette um sich getreten hat, aus Angst und ihr jetzt vorgeworfen wird, Körperverletzung. Und sie hatte heute hier Haftprüfungstermin und wir haben mit circa 80 Personen für ihre Freilassung demonstriert. Ich bin empört. Wir haben gehofft, dass die junge Frau nach dem Haftprüfungstermin freikommt. Ich bin erschüttert. Ich denke, wir haben hier mit unserer Demonstration gezeigt, dass wir für den Erhalt des Planeten und für den Erhalt der Zukunft eintreten und vor allem für den Erhalt des Trinkwassers. Man darf ja nicht vergessen, dass schon in Ulrichstein oder hier im Vogelsberg, es sind ja schon das Trinkwasser per Container angeliefert wurde im Sommer und in ein paar Jahren, wenn hier die Klimakatastrophe weitergeht, wird es nicht nur von jungen Menschen gezeigt werden, dann wird man auch sehen, dass Wasser die wertvollste Ressource ist. In ein paar Jahren wird Wasser mehr wert sein als Erdöl oder Erdgas. Das ist unsere nicht nur, wenn man jetzt als Systemgegner das denkt, sondern auch wenn man als Systemimmanent das denkt, ist es dumm, dieses Trinkwasser zu zerstören. Denn Trinkwasser ist das Geld der Zukunft. Das ist so kurz gedacht. Jetzt macht man Profite mit der Autobahn. Jetzt macht man Profite mit dem Betonbau. Aber wenn ich langfristig hier ein gutes Wirtschaftsleben ermöglichen will, dann muss ich das Trinkwasser sichern. Das Trinkwasser wird teuer werden. Und der Vogelsberg könnte in Zukunft statt ein Industriezentrum, ein Wasser- und ein Naturreservat werden. Das möchte ich. Ja, wenn jemand in Panik um sich tritt, ist das ein Vorwurf, der nicht haltbar ist. Die Polizei waren die, die zweimal die Seile durchgeschnitten haben. Bevor diese junge Frau sich in Angst gegen ihre Verhaftung gewehrt hat, wurden zwei jungen Frauen die Sicherungsseile auf ihren Tripods durchgeschnitten und sie sind mit einem Wirbelbruch davon gekommen. Verhandlung haben am 8. Juni und wir sind entsetzt, dass die Staatsanwaltschaft das hehre Anliegen nicht respektiert hat. Es ist so, dass in der Schweiz sämtliche Baumaktivisten aus hehren Gründen freigesprochen wurden, dass im Hambacher Forst alle Aktivisten beim Haftprüfungstermin freigelassen wurden. Und wir können nicht verstehen, dass eine Staatsanwältin in dem Punkt so streng ist. Und wir verbitten uns das und wünschen uns die Freilassung der Gefangenen.